Hoffnung in der Situation momentan gibt mir eigentlich das Positive aus den Dingen rauszuziehen. Also was mir aufgefallen ist, dass wir alle viel, viel mehr Zeit haben und das habe ich für mich entdeckt, dass das eigentlich gar nicht so schlecht ist, weil man ja Dinge machen kann, die man sonst immer vor sich hingeschoben hat, wie zum Beispiel, ja, so, weiß ich nicht, die Geschirrschublade aussortieren. Oder meine Eltern zum Beispiel sind auf die Idee gekommen, das komplette Haus abzuschleifen und das Haus zu streichen oder den Garten, den Rasen zu vertikutieren. Einfach solche Dinge, wo man sonst eigentlich echt nie Bock drauf hatte. Da hat man jetzt so viel Zeit zu, das zu machen. Oder vor allem auch neue Dinge auszuprobieren, wie, weiß ich nicht, zeichnen, malen oder stricken zum Beispiel. Einfach so Dinge, wo man immer mal Bock drauf hatte, aber irgendwie ja zwischen so Alltag und Arbeit oder Schule einfach nie die Zeit gefunden hat und ja jetzt vielleicht einfach neue Talente entdecken kann. Und das finde ich total cool. Aber was mir am meisten Hoffnung momentan gibt, ist eigentlich, dass ja alles auch ein Ende haben wird. Also diese Situation momentan, klar, ist irgendwie doof. Ja, man kann sich nicht mit Freunden treffen oder einfach rausgehen, irgendwo ein Eis essen gehen zusammen oder sowas. Aber mir gibt es einfach Hoffnung zu wissen, dass diese Situation nicht dauerhaft ist und dass das alles irgendwann, man weiß jetzt natürlich nicht wann, aber irgendwann ein Ende haben wird. Und da habe ich auch, ja, bin ich zuversichtlich, dass das nicht mehr allzu lange dauern wird. Das können Worte sein oder einfach eine Hand, die einem gereicht wird. Hoffnung brauche ich, wenn meine Ideen mich nicht weiterbringen und es unsicher ist, wie es weitergeht. Mir gibt es Hoffnung, dass in dieser Zeit so eine gewisse Gemeinschaft da ist. Zwar anders, man kann sich nicht treffen, man kann sich, wenn dann auf 2 Meter Abstand und nicht mit vielen Leuten, aber man kann Austausch haben, man kann Gemeinschaft pflegen, man kann anderen Leuten erzählen, was einen bedrückt. Man kann aber auch Zuhörer sein und einfach so einen gewissen Austausch haben. Und was mir auch irgendwie Hoffnung gibt oder was einen irgendwie so glücklich macht, sind ganz kleine und simple Dinge, aber schöne Dinge wie gutes Wetter. Hoffnung bedeutet für mich Zuversicht, Vertrauen in die Zukunft. Dass das, was ich jetzt investiere, wo ich mir jetzt bemühe und es mich wirklich Kraft kostet, im Nachhinein, dass es mir leichter fällt. Dass die Mühe und Kraft, die ich jetzt in die Schule investiere, in Beziehungen, in Veränderungen, persönliche Veränderungen an mir, dass das irgendwann persönliche Auswirkungen hat. Es heißt, verliere niemals die Hoffnung, denn jeden Tag geschehen Wunder. Es ist eine positive Einstellung. Ich weiß, dass irgendwann etwas passiert und ich möchte jetzt mich schon darauf freuen, mich darauf vorbereiten. Das ist die Hoffnung.